So Leute, ich bin's wieder, MC Arschl, und ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass dieser Part 2 Tage zu spät kommt. Ja, ich denke mal, na gut, kann auch noch ein Tag sein. Also ich bin gerade noch am 21.11., aber ich hab's in... Na gut, ist ja wieder mal so der Fall, dass nicht alle, die KSP gucken, auch mein Terraria Let's Play gucken. Also muss ich's ja im Prinzip nochmal sagen. Und zwar liegt das daran, da mein Rechner nicht ging. Er wollte gar nichts, er wollte nicht starten, also brauche ich gar nicht über die Aufnahme reden. Ich habe dann einfach Windows-Datei wieder genommen, Windows-CD, und habe da sozusagen nochmal gepatcht, das ganze Ding. Und dann hat es auch schon wieder funktioniert. Sag mal bitte, dass der Orbit... Genau, da geht's so rum. Das heißt, ich werde probieren, hier irgendwo... Da werde ich probieren zu landen. Nicht auf Lave, da in dem Ding drin. Ups, Entschuldigung. Und ja. Ich hab's halt probiert. Es geht ja jetzt wieder. Ich hab dann gestern abends habe ich das da noch hinbekommen. Gestern. Gut. Ja, im Prinzip war es heute früh, wenn man so will. Wenn man es ganz genau nimmt. Aber naja. Auf jeden Fall habe ich da dann das hinbekommen. Und da ich ja arbeiten musste. Ja, hatte ich dann halt nicht so Zeit, dann noch ewig wach zu bleiben und dann auch was aufzunehmen. Also habe ich mir gesagt, okay, ich lande jetzt doch weiter vorne, ich werde nicht da landen. Ich werde hier probieren, irgendwo hier in diesem Gebiet zu landen. Wenn ich es hinkrieg. Also mit dem Landen habe ich, glaube ich, nicht so die Probleme, sondern ich denke mehr, dass das Landen eher kommen wird. Nicht das Landen, sondern das mit dem Fuel wieder starten. Ich meine, zur Not baue ich was, was ihn wieder abholt und was das denn... Bumm. Irgendwas gegenschießt hat, das explodierte. Oder was weiß ich. Oder aus der Umlaufbahn drängt oder keine Ahnung. So, ich stelle schon mal auf Surface. Weil ich falle dann lieber gerade runter. Na gut, zu gerade möchte ich allerdings auch nicht runterfallen. Aber so ein Bogen ist schon relativ gut in Ordnung für so ein Orbit. Eigentlich soll man ja immer erst im letzten Moment brennen, also sozusagen ein Last-Minute-Burn oder wie man den auch immer nennen will. Weil dann, man muss aber aufpassen, dass man nicht zu schnell ist. Zu schnell, na nicht abbremst, sondern dass man das alles so geregelt bekommt. Also eigentlich in der letzten Minute, weil man dann möglichst wenig Fuel vergeudet. Weil man dann auf einmal, zack, bumm, die Geschwindigkeit runterbremst von keine Ahnung auf wie viel. Ich habe hier, hoffentlich habe ich diesen Spot auch erwischt. Nein, leider daneben. Ich wollte hier, wo eine kleine Einkerbung ist, wollte ich landen. Aber naja. Also um den... Das Landen mache ich mir eigentlich nicht so eine Platte. Ich mache mir eigentlich mehr eine Platte um... Das Starten auch eigentlich weniger, mehr um das Ding... in einen stabilen Orbit kriegen, auch nicht wieder, sondern zurückzukommen. Direkt ab nach Hause nach Kerbin. Weil Moho ist doch schon so eine Sache für sich. Ich glaube, wir sind damals noch... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt auf Moho landen. Weil ich möchte sagen, wir sind damals gar nicht auf Moho gelandet. Wir haben nur bloß einen Orbit um Moho gemacht. So möchte ich nämlich sagen, ist das. Dass wir da einen Orbit um Moho gemacht haben. Und dann habe ich die Episode, nicht die Episode, die Dings gewechselt, ja, ich komme gleich drauf, die, nicht Episode, sondern, die Staffel. Oh. Naja, doch, ich hab's im Griff. Wir haben's im Griff. Gut, ich flieg zwar, aber wir haben's im Griff.
Also die Gravitation, da habe ich mir wirklich mehr Sorgen drüber gemacht. Obwohl, ich habe mir schon gut Sorgen gemacht, weil sonst hätte ich eine Rakete, die ein bisschen... Na hier, guckt euch das mal an. 2, 5, wir landen hier schon halb auf dem Berg. Ne, wir landen auf dem Berg. Bei noch 2500 Meter und wir bloß noch circa 350 jetzt zum Boden. Also das ist schon eine Art Berg. Wie gesagt, keine Atmosphäre, das heißt, unsere Fallschirme bringen uns, also es sind nicht mal Fallschirme, das heißt, unser einer Fallschirm würde uns nicht mal was bringen. Noch ein bisschen bremsen, obwohl 100 Meter, da kann ich halt ein bisschen so, dass wir eine Geschwindigkeit abnehmen, aber halt nicht zu sehr. Umschalten auf präzisen Modus, damit ich da das letzte auch noch austarieren kann. Ohne dass mir da... zu sehr was weggeht. Gut, also mal wieder was Neues von Tagebuch, denn ich möchte sagen, ich bin wirklich noch nie auf Moho, also in einem Let's Play, sagen wir es mal so, in einem Let's Play bin ich noch nie auf Moho gelandet. Wir waren zwar im Orbit um Moho, ich weiß ganz genau, da hatte ich 8 von diesen Nuklear-Engines drum und dann habe ich da gebrannt und hat, glaube ich, gerade so einen Orbit geschafft und hat dann kein Fuel mehr. Ich glaube, so war das. Ich glaube nicht, dass wir es da exakt geschafft haben zum Landen. Ich möchte sagen, das war so. Ihr könnt mich gern berichtigen. Ich könnte mir zwar auch meine alten Folgen angucken, aber ich möchte das so sagen, dass ich das so noch in meinem Gedächtnis habe. Mal gucken, gibt es irgendwas Spezielles? Moho 215. Nicht wirklich was. Toggle Display, der muss doch was haben. 500! Yes! Senden mit 60%, geil. Pressure dürfte nichts sein, das ist genau Vakuum. Hat ja keine Atmosphäre, Temperatur. Müsste eigentlich nichts haben. Doch, gibt aber was. Verstehe ich nicht, warum das nicht gibt, denn wir sind hier mit am nächsten an der Sonne dran. Senden bitte. Und ich habe schon ein paar Mods rausgesucht, die das Spiel grundlegend ändern. Für also KSP jetzt. Und die werden wir dann als Mods reinhauen. Da könnt ihr gerne entscheiden, ob wir mit dem Tech Tree nochmal von vorne anfangen sollen, damit es auch wirklich passt. Ich werde dann aber nicht, wie hier jetzt zum Beispiel, jeden Planeten besuchen, denn ich habe es ja dann schon einmal gemacht. Aber ich möchte es wirklich einmal im Let's Play schaffen. Um zu zeigen euch, also um euch zu zeigen, wie ich das machen würde oder wie ich es gemacht habe, in dem Fall. Ich mache es ja, bevor ihr das seht, also. Und ja, und dass ihr da eventuell ein paar Ideen kriegt, dass ihr nicht komplett kupfert, dies, wie ich es baue, sondern dass ihr sagt, jo, das und das Segment, sagen wir mal, diesen Länder hier zum Beispiel, der ist richtig geil, oder dass ihr auch sagt, komplett, ey, deine Rakete, super, das Ding, das möchte ich haben, das nutze ich. Ich baue es nach, verändere aber leicht, weil ich zum Beispiel hier das nicht brauche oder hier bloß 3 von diesen Dingern. Ich nehme eine andere Antenne, ich... was weiß ich. Soll jetzt kein Eigenlob von mir sein. Ich weiß, dass ich hier Müll gebaut habe, denn hätte ich gut gebaut, würde ich mit dem Ding noch mehr Fuel haben. Aber ich muss sagen, wir haben unsere Rakete... eigentlich haben wir eine Rakete, womit wir überall hinkommen, gebaut. Vom äußersten bis zum nächsten Planeten. Na gut, der nächsten ist dann eigentlich Duna, glaube ich. Aber an der Sonne, sagen wir es mal so. Von unserem Sonnensystem. Gib mir nochmal hier Lock. Senden. Der hat jetzt erstmal schön viel zu senden. Ich ziehe das mit Absicht jetzt ein bisschen in der Länge. Obwohl, komm. Wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Aussteigen werde ich trotzdem. Denn ich will natürlich das nicht so stehen lassen, dass ich hier sage, mit den Parts, dass ich da Sünden dran stehe. Das hole ich jetzt schön auf mit Aufnehmen. Auch wenn ich danach nicht noch viel Freizeit habe, nur aufgenommen habe und dann gleich wieder pennen muss, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Gut, hab zwar nicht so lange arbeiten. Muss zwar nicht so lange arbeiten, aber
Immerhin muss ich aufstehen und arbeiten. Also, wir kriegen hier viele Daten. Also hat sich wohl gelohnt herzukommen, wenn wir die auch... Ich sende die jetzt alle bis nach Hause. Wenn ich wenigstens nicht bis dahin komme, dann habe ich wenigstens Daten, um alles zu verbessern. Und dann haben wir mal unsere Flagge. Ne, ein anderes Lied. Keine Ahnung. Ja, Caps Lock. Erste. Wo sind wir gelandet? Moho. Moho. Landung. In diesem Part sind. Nein, ich habe noch nie geschrieben in diesem Part. Wenn, dann schreibe ich das in die Beschreibung. Wir sind auf Moho, meine Stimme haut ab. Doch, ihr habt noch was zu... Naja, ein Schluck und das Ding ist leer. Warum habe ich immer bloß, wenn ich aufnehme, leere Sachen? Ja, obwohl, na gut, ich trinke immer eigentlich vorm Aufnehmen. Unalkoholisches, nicht wieder was Falsches denken. Wir sind endlich auf Moho gelandet. Halt, yeah. Nicht Enter drücken, muss ich mir merken. Wir haben zwar nicht mehr viel Fuel, aber nein, das muss anders schreiben. Wir werden nichts unversucht. Hio versucht geschrieben, ja, ne? Zum Glück nicht verseucht. Lassen. So. Dum-dum. Strengen wir mal wieder ein. Ich hole gleich bis zum nächsten Part erstmal alles an Daten, was geht, obwohl ich mir da nicht zu lange Zeit lassen kann. Denn wir nehmen ja dann gleich wieder auf, wie es zurückgeht. Also mal gucken, wie weit wir kommen. Noch effizienter ist natürlich, hätte ich die Dinge auch noch zum Absprengen, dann hätten wir die jetzt abgesprengt und wären dann mit dem Tank nur noch zurückgeflogen. Und das wäre dann bloß noch das Gewicht von dem, dem und dem hier oben. Das wäre dann nicht mehr ganz so viel, als wenn wir die dämlichen leeren Tanks hier noch mitschleppen, womit wir immer noch eine Masse von 8, na gut. So schwer ist das eigentlich auch nicht. Nochmal kurz save. Specific Impulse 8, weil wir gleich starten von in der Atmosphäre. So, Toggle, nein. Sende die mal bitte wieder. Und zwar kann ich ja euch schon mal... Nee, ich werde es wie bei Minecraft so lange noch geheim halten, bis ich es so mache. Also... Natürlich werde ich euch dann das erstmal so ein bisschen zeigen. Ich nehme dann auch gern nochmals Vorschläge an. Ich achte aber wirklich darauf, dass die nicht so überpowered sind. Also es gibt zum Beispiel einige Mods, wo ich sage, ja, die kannst du knicken. Zum Beispiel irgendwelche Warp-Mods. Es gibt einen, der ist wirklich gedacht. Der kostet auch dementsprechend viele Ressourcen, um den Warp zu betreiben. Also ist eigentlich realistisch, wenn man so will, obwohl man es jetzt... es geht zu weit. Was ich sagen will, ich achte wirklich darauf, dass sie nicht das Spiel nicht kaputt machen, durch dass sie einen alles fast hinschmeißen. Ja, du baust deine Engine, baust das Ding hin und damit kann sie überall hinfliegen. Also sowas ist gleich bei mir unten durch. So. Fange ich jetzt ja nochmal mit den Crew Reports. Wir gehen nochmal runter. Ja, sind wir doch erfolgreich auf Moho gelandet. Damit hätte ich ja gerechnet, aber mal gucken, wie weit wir dazu noch zurückkommen. Ich vertraue natürlich voll in meine Baukünste und sage, ey, wir kommen bis zurück. Gut, wäre auch schlimm, wenn ich nicht in meine Rakete vertrauen würde. Aber die Geschichte hatte ich euch ja schon mal erzählt, dass da ich immer einen halben Herzkasper kriege, wenn ich die Dinger starte. Ohne dass ich sie vorher ausgiebig getestet habe. Weil im Let's Play mit Aufnahme sind dann immer noch ein bisschen was anderes.
Weil es ist eigentlich so, dass ich, wenn ich mal fehle, doch mit aufnehme, wie man in Terraria gemerkt haben sollte. Habe ich jetzt 16 Minuten aufgenommen? Ich habe das Ding auf 15 gestellt, ja. Also wie gesagt, ich werde jetzt hier noch ein paar Daten, habt ihr ja gesehen, wie ich das jetzt mache. Jetzt steige ich wieder aus, gehe wieder runter, hole wieder Daten, pipapo. Ich werde viel zu schnell. Also ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wie gesagt, ich probiere das jetzt aufzuholen. Das heißt, es werden heute oder gar morgen, na gut, bis, ja doch, je nachdem, wann die Parts kommen. Also entweder sind sie noch vor 0 Uhr da oder nach 0 Uhr. Werden die alle kommen. Werde ich soweit aufnehmen, dass ich wieder für morgen, also den 22. auch noch habe. Gut, dann hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim, was immer ihr gerade macht. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Nachmittag, Vormittag, was auch gerade bei euch immer ist. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschl.